Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio, die Freitag-Nacht-Ausgabe. Wie immer eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr vorher telefonieren. Dann müsst ihr diese Nummer wählen. 0800 220 5050 oder mailen unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht, die erste Anruferin ist Ines. Ines ist 23. Guten Morgen. Hallo. Hallo Ines. Ja. Um was geht's bei dir? Die Sache ist die, dass ich im Begleitservice arbeite, also mit reichen Leuten meistens, also Geschäftsmännern, die gerade in der Stadt sind, abends essen gehe und dann mit denen auch die Nacht verbringe meistens. Ja, kann man sagen, dass das so die vornehme Beschreibung oder eine vornehme Prostitution ist? Ja, ne? So ungefähr, aber ein bisschen seriöser. Ein bisschen seriöser. Genau. Also man macht immer erst irgendwas Schickes vorher, Essen, Ausgehen, Oper oder sowas. Genau. Und dann geht man in ein ebenso schickes Hotel und dann Ramazamba. Ja, so ungefähr. die Sache ist aber die, dass ich zwei Kinder habe. Mhm. Wie alt sind die? Also mein Großer, der Dennis, der ist jetzt 7 und geht in die erste Klasse. Ja. Und die Kleine, das ist die Lilly, die ist jetzt 4. Also ja. Ich habe schon ziemlich zeitig angefangen, sag ich mal so. Ich rechne gerade, allerdings, ja. Mhm. Ja, mit 16. Ja. Jugendlicher Leichtsinn, aber... Ja. Ich bereue nicht, sag ich mal so. Wie lange machst du denn diesen Begleitservice schon? Na, so 3-4 Jahre ungefähr. Ja. Und zwar habe ich vorher in einer Bar gearbeitet. Ja. Also so ausgeholfen und so. Ja. Und davon wussten meine Kinder, also damals der Dennis, also da hat er es ja noch nie richtig verstanden, aber ich erzähle denen das heute immer noch, das ist mein Problem. Mhm. Und zwar hatte ich jetzt letztens einen Kunden, dass der Vater, also der war der Vater von einem Klassenkameraden meines Sohnes. Und ich habe den erkannt und ich bin mir ganz sicher, dass er mich auch erkannt hat. Mhm. Und jetzt habe ich Angst, dass meine Kinder, also speziell jetzt der Große, das auf diesem Weg rauskriegt. Und ich würde das gern vorher sagen, weil es ist schon ein bisschen blöd, wenn die das so rauskriegen, weil dann sind sie vielleicht ein bisschen enttäuscht von ihrer Mami und das ist vielleicht nie das Beste. Ja. Du hast keinen Partner, du bist alleinerziehende Mutter. Ja. Ja. Mhm. Jetzt besteht die Gefahr, dass das durchsickert und... dein kleiner Junge, der nur auch erst 7 Jahre alt ist, das irgendwie über andere Wege erfährt. Wobei das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, über den Weg, den du gerade beschrieben hast, aber man weiß es nicht. Ja, also ich halte das schon für wahrscheinlich, weil der Vater halt auch sehr, sehr engagiert ist in der Klasse und auch zu den Lehrern und allen Kontakt hat. Und ich weiß ja nicht, dass das vielleicht sich schlecht auswirkt für die Schulbildung des Kleinen, wenn... der Vater jetzt zu dem Lehrer hingeht und sagt, hier, dann passen Sie mal auf, die Mutter von dem und dem Dennis, der macht ja sowas. Und ja. Achso, die Gefahr besteht auch, dass es eben ganz öffentlich wird, dass auch die Lehrer und der Schulleiter Bescheid wissen. Genau. Und ich habe halt ein bisschen Angst, dass mein Sohn ein bisschen gemobbt wird oder ähnliches und dann versteht er vielleicht gar nicht, warum. Und dann denkt er immer noch, kommt er vielleicht an und Mama, du hast ja gesagt, du arbeitest in einer Bar. Und ja, ist natürlich... äußerst schwierig, einem 7-Jährigen deinen Job zu erklären. Na, das ist ja mein Problem, deswegen frage ich ja dich. Wie hast du dir das denn überhaupt so gedacht in den letzten Jahren? Ich meine, das war dir ja klar, die Kinder werden älter, dass vielleicht irgendwann mal so was passieren könnte. Hast du dir darüber Gedanken gemacht oder alles erstmal so auf dich zukommen lassen? Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht. Ich dachte eigentlich, also ich hoffe, dass ich noch irgendwas anderes finde, irgendeine Ausbildung, weil ich habe bis jetzt auch noch nicht Wirkliches gelernt. Mhm. Weil ich halt auch ziemlich zeitig aus der Schule raus bin, nicht die besten Noten hatte. Ja. Und dann ist das jetzt auch so eine Sache mit Job finden, wenn man schon zwei Kinder hat. Ja. In den jungen Jahren. Ja, und wahrscheinlich bist du jetzt auch finanziell sehr verwöhnt. Wenn du das mir erzählen magst, wie viel verdienst du so grob im Monat, sagen wir mal? Also einen schlechten, also wenn es schlecht läuft im Monat, so um die 1.500. Mhm. Aber eigentlich meistens so ein bisschen mehr, aber ich darf darüber eigentlich auch direkt gar nicht reden. Ja, ich verstehe schon. Also, aber es ist schon natürlich mehr Kohle, als wenn man irgendwie einen ganz normalen Job macht oder irgendwas, irgendwo Hilfsarbeiterin ist oder Arbeiterin ist, ist völlig klar. Deswegen bin ich da ja auch reingekommen, weil ich mir dachte, ich brauchte schnell viel Geld, sage ich mal so. Ich bin arbeitslos und zwei Kinder. Wie?
Bevor wir jetzt auf deine Hauptfrage zu sprechen kommen, wie fühlst du dich denn in diesem Job? Ich fühle mich eigentlich relativ wohl da drin. Mhm. Das heißt, du kannst das für dich klären, das ist für dich Job und dein Privatleben, deine Privatgefühle, deine Privatsexualität, das kannst du völlig ausklammern zu dem, was du da in der Nacht machst oder abends machst. Genau. Ja. Mhm. Weil ich finde das eigentlich schon schön, das ist ja, findet ja jede Frau schön, sag ich mal so, wenn sie immer schön essen geht und in den schicksten Hotels. Und dann kriege ich ja auch meistens noch Geschenke von den Männern, mit denen ich ausgehe, also immer so kleine Sachen, meistens Schmuck oder ähnliches. Aber manche Frauen können natürlich nicht diesen ertragen auch nicht die Arbeit, die dann danach damit verbunden ist. Deswegen frage ich dich das. Ich habe hier schon Mädels kennengelernt, die das so wie du sagen, dass sie ganz klar trennen können zwischen Privat und Job, und aber auch schon mit Frauen gesprochen, die innerlich daran zugrunde gehen und das ganz schlimm finden. Aber das ist bei dir nicht so. Nee, mir macht der Job auch Spaß. Ich mache es gerne. Mhm. Wie ist es denn so mit deinem weiteren Privatleben? Gibt es Männerbeziehungen, Freundschaften zu Männern? Ja, ich habe sehr viele Freundschaften zu Männern, aber einen festen Freund, wenn das jetzt gemeint ist, habe ich momentan nicht. Ja. Das ist jetzt auch. Ich hatte einen, das ist vor einiger Zeit auseinandergegangen. Ja. Dem haben sich die Kinder auch super verstanden und alles. Wusste der Bescheid, was du machst? Ja, der wusste. Der wusste das. Der konnte damit auch leben, weil ich halt immer klar getrennt habe. Kannst du deine private Sexualität genießen, wenn du dann mit einem Menschen quasi privat zusammen bist und privat Sex hast? Ja, weil das ist ja dann jemand, den ich liebe, und das ist ja dann, in meinen Augen ist das dann was anderes. Ja, da gibt's einen Schalter im Gehirn, der wird umgelegt, und dann kannst du quasi das wirklich so für dich dann auch genießen und hinnehmen. Genau. Ja. So, jetzt aber zu der Grundfrage zurück. Finde ich super schwierig, muss ich sagen. 7-jähriger Junge, wie will man erklären, kann man und wie soll man dem erklären, dass die Mama Prostituierte ist? Andererseits finde ich deinen Gedanken völlig nachvollziehbar, dass man den Jungen schützen muss, dass er nicht vielleicht von außen irgendwie was zu hören bekommt, was ihn dann völlig umhaut. Ich würde vorschlagen, Ines, ich glaube nicht, dass man das so ad hoc machen kann und sollte. Ich würde dir empfehlen, und ich werde dich gleich auch noch ein bisschen versorgen mit den entsprechenden Informationen, das zusammen mit einem Kinderpsychologen zu machen. Da gehst du hin und mit dem Kleinen, erstmal du alleine, und berätst das Problem, und dann macht ihr das zu dritt. Das ist aber immer so eine Sache, dass ich persönlich finde, dass man das nicht immer so zu so fremden Leuten tragen sollte. Also ja, aber ich mache sowas gerne im kleineren Rahmen. Ja, kann ich verstehen. Aber sieh diesen Kinderpsychologen mal nicht als fremden Menschen an, sondern als wie ein Arzt quasi. Das ist ja nun eine komplizierte Sache. Und das oberste Gebot ist ja, dass dein Kind daran keinen Schaden nimmt. Das darf keinen Schock kriegen, das darf nicht entsetzt sein, das darf nicht das Vertrauen in die Mama verlieren. Das muss alles richtig gut abgefedert und solide verlaufen, die ganze Geschichte. Und da würde ich mich dann schon auf die Erfahrung von einem Menschen verlassen, der halt sich mit solchen Sachen gut auskennt. Dafür ist dein Kind zu wichtig und zu wertvoll, als dass man das mal eben mal so macht. Ich meine, du hast doch Kohle. Das sind 2-3 Sitzungen vielleicht, zumindest erstmal, um alles abzuklären. Geh doch mal zu einem solchen Menschen. Und die unterliegen ja auch der Schweigepflicht. Da musst du ja keine Sorge haben, dass da irgendetwas rauskommt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mein Sohn dann falsch versteht, wenn ich dann sage, du Dennis, pass mal auf, wir gehen jetzt mal zum fremden Onkel sozusagen. Ja, deswegen. Ich kenn den ja auch nicht. Nee, du hast recht. Deswegen müsstest du auf jeden Fall erstmal alleine zu einem Kinderpsychologen gehen, um das mit dem zu klären. Vielleicht ist ja so eine Dreiersitzung gar nicht nötig. Vielleicht kann der dir ja auch schon so Tipps geben, wie man das so, ja, vorsichtig und schrittweise dem Kind näher bringt. Also, was ich nur sagen will, ich würde mir an deiner Stelle auf jeden Fall eine professionelle Hilfe dabei holen, um dem Kind keinen Schaden zuzufügen. Ja. Da hast du kannst ja gar nichts verlieren. Guck mal, du hast mich jetzt auch angerufen. Wir haben ein bisschen mal drüber geredet. So, das war vielleicht ein Schritt. Der andere Schritt wäre, dass du Berlinerst so ein bisschen. Kann das sein, dass du aus Berlin kommst? Ja, früher ja. Mal. Okay, ist ja geil. Auf jeden Fall wird irgendwo in deiner Gegend, da finden wir schon was, jemand sein, mit dem du dich darüber mal unterhalten kannst. Ja.
finde ich wichtig, ihn. Es ist einfach nur für dein Kind. Mach's für dein Kind. Du kannst ja immer entscheiden hinterher, wenn das nichts bringt, aber ich glaube, das ist schon, das wird schon was bringen, das wird schon gut sein. Ja, aber wenn es dann was, wenn es nicht bringt, dann bin ich immer noch nie weiter als jetzt. Gut, aber es ist ja erstmal ein Schritt, ein Schritt in eine Richtung, die man auf jeden Fall nicht unversucht sein lassen, lassen sollte. Ja, es ist aber ja wieder, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht dann mein Sohn auch falsch verstehen kann, weil, was weiß ich, wenn er in der Schule rum erzählt, ja, und was hast du gestern gemacht? Ach, ich war beim, was weiß ich, beim Seelendoktor oder so. Ines, nochmal. Du sollst ja noch nicht mit deinem Kind sofort dahin gehen. Du sollst alleine zu einem Kinderpsychologen gehen und dieses Problem schildern. Und dann werden sich schon die nachfolgenden Schritte ergeben. Und wenn du erstmal alleine hingehst, machst du überhaupt gar nichts falsch. Du kannst nur noch mehr Informationen herauskriegen und das Richtige machen für dein Kind. Klar. So, und wie das bei dem Kinderpsychologen vielleicht vor sich geht, ich merke, du bist ja sehr skeptisch, kann dir vielleicht meine Psychologin auch erklären. Okay? Ja. Dann legst du auf und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an, dann könnt ihr darüber noch ein bisschen weiterreden. Einverstanden? Ja, so kann man es machen. Alles Gute, Ines, von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, 0800 220 50 50, wenn ihr mich erreichen wollt oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Jörn und Jörn ist 50 Jahre. Guten Morgen. Hallo Jörn. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Domian. Deswegen rufst du mich an, Jörn. Ich bin in Trauer und ich rufe wegen einer Trauerbewältigung an, die ich nicht verarbeiten kann. Und zwar ist vor einer Woche meine Lebensgefährtin gestorben. Vor einer Woche? Mit der ich 16 Jahre zusammengelebt habe. Mhm. Wir haben fast alles zusammen gemacht. Mhm. Und ist sie plötzlich verstorben? Dienstag vor 2 Wochen ist sie bei mir in der Wohnung zusammengebrochen. Mhm. Ich war nicht mehr ansprechbar. Ich habe dann den Notarzt gerufen. Mhm. Und dann ist die mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gekommen, intensiv. Hat eine Woche in Koma gelegen. Ja. Was war denn da passiert? Was hatte sie? Weswegen ist sie zusammengebrochen? Weiß man das? Flachanfall und Lungenembolie. Ah ja. Wie alt? 44 Jahre alt. 44 Jahre ist alt. 44. War sie denn vorher eigentlich eine gesunde, fitte Frau oder hatte sie schon irgendwie Probleme? Nein, eigentlich hatte sie keine Probleme gehabt. Ist plötzlich und unerwartet passiert. Also voll aus dem Leben gerissen. Genau, so ist das ja. Wir hatten eigentlich noch Pläne und Träume und Wünsche gehabt und jetzt... Das heißt, nach dem Zusammenbruch ist sie gar nicht mehr zu sich gekommen? Nein. Du konntest dich also auch nicht von ihr verabschieden? So ist es. Mhm. Ich hätte ihr gerne noch so viel gesagt, aber es war leider nicht möglich, ihr noch zu sagen, wie sehr ich an ihr gehangen habe, mich für sie 16 Jahre bedanken. Ja. Nee, das war alles nicht möglich. Warst du in der Klinik bei ihr, als sie dann verstorben ist? Ich war bis 7 in der Klinik. Dann bin ich nach Hause gegangen und als ich zu Hause war, hat die Klinik mich angerufen. Ich möchte doch bitte wieder zurückkommen. Hm. Dann war die dann verstorben. Dienstag vor einer Woche. Hm. Ihr wart 16 Jahre zusammen. Das ist eine sehr lange Zeit. Habt ihr auch Kinder gemeinsam? Nein, wir haben keine Kinder. Keine. Hm. Jetzt ist das wie ein unbeschreiblicher Schock. Etwas, was so unerwartet eingetreten ist. Habt ihr beiden denn, auch wenn überhaupt gar keine Veranlassung dazu bestanden hat, mal über Tod und Ende euch mal so unterhalten? Ich habe zwar mal versucht, das Thema zwischendurch mal anzusprechen, aber mit den 44 Jahren wollte sie davon noch nichts wissen und eigentlich haben wir sogar nicht über den Tod gesprochen. Als deine Freundin, deine Partnerin dann verstorben war, bist du dann nochmal ins Krankenhaus gefahren? Ja. Und hast du dann lange von ihrem Körper Abschied nehmen können? Warst du lange dann noch im Zimmer alleine mit ihr? War noch einige Zeit mit ihr im Zimmer, ja. Mhm. Gab es da sonst noch Bekannte oder Verwandte, die dazu kamen? Nein.
ganz alleine. Wie hast du die Beerdigung verkraftet? Die steht noch bevor. Ach, die steht noch bevor. Ja, sie wollte eine Sehbestattung haben und das habe ich ihr auch ermöglichen können, aber... Das heißt, es wurde doch schon mal über sowas gesprochen. Das heißt, der Wunsch der Sehbestattung wurde geäußert. Ja, ein einziges Mal, zweimal. Zweimal haben wir mal davon gesprochen, aber sonst wollte sie von dem Tod noch nichts wissen. Das heißt, dieser schwere Weg steht ja auch noch bevor, dass genau. du sie dann begleitest. Ich glaube, man fährt ja mit einem Schiff und der Urne aufs Meer, einige Kilometer hinaus, und dann wird die Urne dem Meer übergeben. So ist es. Was hast du jetzt in diesen Tagen seit dem Trauerfall, wie sind die verlaufen? Chaotisch, alles, was ich anpacke, misslingt mir, ich kann nachts nicht schlafen. Habt jetzt über kaum Hunger, es ist natürlich kaum etwas. Gibt es denn, es hörte sich gerade so an, als wärt ihr, als hättet ihr nicht so viel Menschen um euch herum gehabt. Stimmt dieser Eindruck? Also gibt es nicht so viele Freunde oder Verwandten? Nein, leider nicht. Das heißt, du bist jetzt auch ziemlich alleine mit deinen Schmerzen. Irgendwie muss ich mit der Trauer alleine klarkommen. Bist du ganz alleine? Ist wirklich überhaupt niemand da? Zwei Freunde. Aber die man auch nicht allzu sehr belästigen möchte. Und ja, aber sonst von der Familie haben wir uns auseinandergelebt. Meine Lebensgefährtin kam aus etwas ärmlicheren Verhältnissen. Und die passte nicht in das Erscheinungsbild meiner Familie rein. Und deswegen haben wir uns mit meiner Familie auseinandergelebt. Ihr habt aber zusammen gewohnt in einer Wohnung. Wir haben zusammen gewohnt, ja. Da stelle ich es mir jetzt auch besonders schmerzlich vor, für dich in dieser gemeinsamen Wohnung zu sein, die ja auch voller Erinnerungen ist. Voller Gegenstände, in jeder Ecke sind Assoziationen, was man gemeinsam erlebt hat, gemeinsam gemacht hat. So ist es, ja. Das Bett ist leer neben dir. Ihre Sachen liegen hier rum. An ihre Privatsachen traue ich mich noch nicht dran. Denen kommt mir das irgendwie vor, als ob das ein Verrat gegenüber ihr wäre. Aber dabei weiß ich ganz genau, dass sie nicht wiederkommt. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Was meinst du mit Privatsachen? Ja, Geld, Schmuck und so weiter. Papiere. Unterlagen. Ja, das lässt du alles noch so unberührt. Genau, ja. Natürlich ist es kein Verrat, wenn du das ordnest und wenn du das... Aber es ist doch schon okay, man muss ja auch nicht alles sofort machen. Das ist ja so frisch noch. Und ich habe dich damals gerade so sehr dann danach gefragt, Jörn, was für Leute um dich herum sind. Ich glaube, es ist ja alleine schon so ein großes Unglück, wenn man so plötzlich einen geliebten Menschen verloren hat. So ist es. Wie schon gesagt, 16 Jahre zusammen gelebt und fast alles zusammen gemacht. Und eine sehr glückliche Zeit gehabt. Ja, und eine sehr glückliche Zeit gehabt und wirklich von heute auf morgen, ohne dass ich ja noch irgendwas sagen konnte. Dann finde ich es besonders schlimm, wenn man in der Situation dann auch noch alleine ist. Insofern kann ich deinen Anruf sehr gut nachvollziehen, dass du hier versucht hast, durchzukommen. Es ist ja Gott sei Dank auch gelungen. Ich würde dir so ganz dringend raten, Jörn, wir sind ja gerne behilflich dabei, dass du vielleicht Kontakt aufnimmst mit anderen Menschen, denen genau so ein Schicksal widerfahren ist, vielleicht vor kurzem oder auch schon vor längerer Zeit. Ich weiß von einigen Trauergruppen, die es überall gibt. Ich habe da so einige direkte Kontakte zu einigen gehabt. Wie hilfreich das für die Menschen war, dorthin zu gehen, zu wissen, jeder, der hier sitzt, hat genauso einen Schmerz erfahren wie ich. Dem muss ich gar nichts vormachen, dem muss ich gar nicht groß irgendwas erklären. Da kann ich sprechen, da kann ich weinen. Und da kann ich auch mal anrufen, irgendwann nachts, weil die meistens dann auch wach sind und nicht schlafen können und so weiter. Ich wusste gar nicht, dass es
Ja, sowas gibt es, sowas gibt es. Und das ist sehr, natürlich wirst du den Grundschmerz immer für dich alleine verarbeiten müssen. Das wird niemand abnehmen können. Aber es erleichtert, das Sprechen erleichtert und das Gefühl, da sind andere Menschen, die hören mir zu, die können auch mitfühlen. Das ist schon ein Trost. Du wärst auch bereit, in so eine Gruppe zu gehen. Auf jeden Fall. Ja. Dann machen wir mal Folgendes, Jörn. Meine Psychologin ruft dich jetzt gleich nochmal an, die Magdalena. Und dann gucken wir mal so hier ein bisschen rum, ob wir dir etwas in deiner Umgebung vermitteln können. Ach, das wäre nicht von Ihnen. Ja. Oder das wäre nicht von euch, ja. Ja, das, wir versuchen das Mögliche. Wir sind ja nur eine kleine Redaktion hier, aber vielleicht können wir dir schon ein wenig helfen. Das wäre schon sehr gut. Das wäre echt super. Lieber Jörn, das... Moment, weiß ich nämlich echt nicht, wo ich jetzt suchen soll. Mhm. Ich will dir mal sagen, ich finde auch durchaus legitim, das erwähne ich ja manchmal hier auch, wenn man so einen schlimmen Schmerz erleiden muss, dass man dann auch mit ärztlicher Beobachtung auch mal zu einer Beruhigungstablette greifen kann, wenn man gar nicht weiter kann. Oder zum leichten Schlafmittel, das finde ich völlig in Ordnung, wenn das mit ärztlicher Betreuung passiert. Man muss das nicht alles aushalten. Okay. So, mein lieber Jörn, jetzt leg du mal bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Kraft und alles Gute. Alles klar, okay, vielen Dank. Tschüss, Jörn. Tschüss, Daniel, tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter dieser Nummer oder unter der bekannten Mailadresse. Hier ist Melanie. Melanie ist 31 Jahre alt. Hallo, Melanie. Hallo, guten Abend. Ja, hallo, guten Abend, guten Morgen. Weswegen rufst du mich an, Melanie? Was ist dein Thema? Ich leide unter Emetophobie. Was ist das? Das ist Angst, das ist Brechangst. Man hat Angst vorm Erbrechen, dass man sich selber erbricht oder dass jemand anders sich in unmittelbarer Nähe erbrechen könnte. Und auch schon die Konfrontation in den Medien macht einem zu schaffen. Auch schon das bloße Gespräch darüber kann... ja, Nervosität und halt Panikattacken verursachen. Das heißt, du leidest daran? Ja. Wenn du das so erklärst, wie du es gerade erklärt hast, ist das nicht sehr unangenehm für dich, dann darüber zu sprechen jetzt? Ja, mir ist auch schlecht gerade. Dir ist schlecht? Ja. Also die Angst zu erbrechen oder die Angst mit Erbrechen konfrontiert zu werden? Genau. Und ich leide daran seit meinem 12. Lebensjahr und das schränkt einem doch sehr ein. Also man kann nicht unbedingt auf Großveranstaltungen gehen. Man hat immer Angst, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Mhm. Wenn ich ins Krankenhaus muss, ist das die absolute Wahnvorstellung für mich. Also, und mein Berufswunsch konnte ich auch nie deswegen ausüben. Was wolltest du werden? Ich wollte Medizin studieren. Ja, da bist du natürlich öfters konfrontiert mit Erbrochenen. Mhm. Hast du schon mal selbst erbrochen? Vor 16 Jahren das letzte Mal. Ich versuche es mit allen möglichen Dingen zu unterdrücken. Also ich gehe nie ohne Tabletten, ohne Tropfen und ohne Bonbons und ohne sämtliche Sachen aus dem Haus. Allein das in der Tasche zu haben, beruhigt mich unheimlich. Jetzt hast du gerade den Fachausdruck genannt. Nenn ihn doch bitte nochmal. Emetophobie. Und das ist eine anerkannte seelische Erkrankung? Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich damit auch noch nicht so aus. Ich habe bis gestern gedacht, ich wäre verrückt. Und alle in meinem Umkreis haben es auch gedacht, weil ich halt immer so in Panik ausbreche. Ja. Und jetzt habe ich mich gestern einfach mal im Internet auf die Suche begeben und war recht erstaunt, dass doch sehr viele Leute darunter leiden. Es gibt ein Forum im Internet, wo man sich kundig machen kann und wo man auf Betroffene trifft. Und das heißt, du weißt jetzt erst seit ein paar Tagen diesen Begriff auch? Ja, seit gestern. Ach. Und das war so, ich habe gestern den ganzen Tag heulend vorm PC gesessen, weil ich, okay, auf der einen Seite ist mir bewusst, ich bin krank, aber ich war erleichtert, dass ich nicht alleine bin, was ich bisher immer dachte, weil keiner in meinem Umkreis Verständnis hat. Also du hast einfach eingegeben, Erbrechen? Ich habe eingegeben, Angst vorm Erbrechen. Ja, und dann bist du auf diese Seiten und die Informationen gestoßen. Genau. Du hast es seit deinem 12. Lebensjahr. Mhm.
War da irgendwas? Ist da irgendwas vorgefallen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich weiß nur, ich hatte mit 12 Jahren eine Magen-Darm-Grippe. Und ich musste aber da auch schon nicht erbrechen. Aber mir war unheimlich schlecht und seitdem war mir immer schlecht, immer schlecht. Ich bin von Ärzten zu Ärzten gerannt und keiner wusste, was es war. Und dann ist mir dann in der Oberstufe im Psychologieunterricht auch dann klar geworden, dass meine Angst vorm Erbrechen vielleicht diese Übelkeit verursacht. Kannst du erklären, wahrscheinlich ist es sehr schwierig, dennoch bitte ich dich, es zu versuchen. Kannst du erklären, was die Angst ausmacht? Nein, da habe ich absolut keine Idee. Also auch jetzt zum Beispiel, auf was Auslöser war und was mir ist durchaus klar, dass Erbrechen quasi was Natürliches ist und dass es einen erleichtert. Aber ich denke manchmal auch bei einer Vergiftung, ich würde lieber sterben, als brechen zu müssen. Was verbindest du denn mit Brechen? Also ich weiß nicht, für mich ist das der absolute Horror. Kannst du es noch genauer sagen? Ich kann es gar nicht spezifizieren, was jetzt genau ich am Brechen so schlimm finde. Ich kann es einfach nicht. Es ist einfach eine völlig irrationale Antipathie dagegen und Angst davor. Ja. Ekel auch. Ja, Ekel auch. Und auch die Geräusche und wenn ich das alles hören muss und dieses unangenehme Würgen und... Ich möchte nicht jetzt bewirken, dass es dir wirklich sehr schlecht wird, wo wir so intensiv darüber sprechen. Du musst es abbrechen, ne? Wenn du sagst, ich kann jetzt nicht mehr, dann müssen wir aufhören. Hast du denn schon mal Menschen gesehen, die sich erbrochen haben? Ja, und komischerweise häufig. Ich habe das Gefühl, ich ziehe das an. Also es ist teilweise so wie mit Menschen, die Angst haben vor Hunden. Die haben auch immer das Gefühl, die Hunde steuern auf die zu. Ja, ja. Und ich habe das Gefühl, wo ich bin, wird gebrochen. Ja. Was passiert, wenn du das siehst? Ich meine, man sieht es ja schon mal irgendwie im Karneval oder auf einer Kirmes oder irgendwie so. Oder Silvester sieht man es auch traurigerweise öfters mal auf den Straßen. Was geht denn in dir vor, wenn du siehst, wie ein Mensch erbricht? Also ich versuche zu flüchten und ich merke, wie mein Herz ganz schnell geht und dass mir auch schlecht wird und dass ich weiß dann gar nicht mehr, da bin ich gar nicht bei Sinnen. Ich weiß gar nicht, was mir passiert. Und dieses Bild, was ich da gesehen habe, das ist noch, ich weiß nicht, wie lange nachher in meinem Kopf. Wenn ich abends ins Bett gehe und ich denke, da habe dann immer wieder dieses Bild vor mir. Was ist, wenn du auf der Straße, was man ja auch leider Gottes immer wieder mal sieht, nicht den Menschen beobachtest, wie er erbricht, sondern nur Erbrochenes liegen siehst? Das halte ich noch aus. Das heißt, du ausgehst und guckst weg und gehst schnell weiter. Und denk mir nur, klar, ich muss das wieder sehen, wo jeder andere dran vorbeilatscht. Hast du ein unangenehmes Gefühl, wenn du dir vorstellst, beispielsweise du hast zu Abend gegessen und wenn du dir vorstellst, was in deinem Bauch ist, ist das auch schon unangenehm? Einfach die Vorstellung, was da sich jetzt alles befindet? Nein, das allerdings nicht. Das nicht. Weil viele, die wohl daran leiden, haben auch Untergewicht. Bei mir ist das genau das Gegenteil, weil ich denke mir auch, also ich esse gerne und da mache ich auch keine Abstriche. Nur ich denke mir auch, es ist angenehmer, wenn man bricht und was im Magen hat, als wenn man da nur wirkt. Ja. Und deswegen esse ich auch. Also das ist jetzt nicht, dass ich das jetzt so noch vermeide. Ja. Aber so habe ich kein Problem damit, mir vorzustellen, was im Magen ist. Du bist ja schon ich sag schon 31 insofern, weil das mit 12 angefangen hat und es so lange gedauert schon. Ja. Dieses Phänomen, sage ich jetzt mal. Hat das sonst Auswirkungen auf dein Leben? Ja, also wie gesagt, ich kann kaum in Urlaub fahren. Ich weiß genau, wenn ich morgen in Urlaub fahre, ist mir morgen schlecht. Mir ist die ganze Zeit im Urlaub schlecht. Warum ist hier besonders im Urlaub dann schlecht? Weil du Angst vor einer Magen-Darm-Grippe hast, oder? Ja, also ich habe Angst vor einer Magen-Darm-Grippe oder irgendwas zu essen, was ich nicht vertrage. Ach so. Und als öffentliche Verkehrsmittel versuche ich zu meiden. Weil du damit konfrontiert werden könntest. Weil ich zum einen damit konfrontiert werden könnte und weil mir vielleicht auch schlecht werden könnte während der Fahrt, oder? Ja. Und also wenn ich jetzt ab und zu fliege, nehme ich schon vorher doch Beruhigungsmittel. Dann fällt es mir nicht ganz so schwer. Und wenn ich halt weiß, ich habe meine Medikamente in der Tasche, dann geht das auch. Also ist die größte Angst für dich wirklich so eine Erkrankung zu kriegen, die das bewirkt, dass man den Magen sich verdorben hat oder irgendwie sowas? Genau. Wahrscheinlich. Es ist fast noch schlimmer, glaube ich, wenn ich andere sehe. Also wenn ich weiß, ich
ich versuche es zu unterdrücken mit meinen Tabletten. Deswegen weiß ich eigentlich auch schon, ich kann nicht so brechen. Aber ich weiß, wenn es anderen passiert, dann drehe ich immer vollkommen, also drehe ich noch mehr durch. Du hast da noch nie mit einem Arzt drüber gesprochen? Doch, aber der übliche Spruch ist, nach dem ersten Kind wird alles anders. Ein blöder Spruch. Ja, das ist, ehrlich, das hat dir ein Arzt so gesagt, nachdem du deine Leidensgeschichte von so vielen Jahren erzählt hast? Ja, ich habe ein Arzt ist mal näher darauf eingegangen, dass das tiefenpsychologisch angegangen werden muss. Aber die anderen Ärzte, denen ich das erzählt habe, die haben das gar nicht für voll genommen. Meine Zahnärztin nimmt das noch ganz gut auf, weil ich kann das auch, jetzt beim Zahnarzt habe ich besonders Panik immer davor, wenn man mir im Mund rumstopft. Ah, ja. Und da ist sie, weiß ich, sie ist sehr vorsichtig und geht darauf ein. Das heißt, ihr nimmt das auch ernst und das war dir auch kein Problem, es ihr zu sagen. Ja. Ihr das zu erklären. Lebst du alleine? Nein, ich lebe mit meinem Freund zusammen. Und wie geht der Freund mit dieser Phobie, kann man es ja vielleicht auch nennen, um? Ja, der ist sehr rücksichtsvoll, also wenn er irgendwo was sieht in der Stadt oder so, dann sorgt er dafür, dass ich das nicht mitbekomme. Ja. Und er selbst, also in meiner Gegenwart, hat er sich noch nie übergeben. Also zum Glück und so. Und dadurch, dass er auch sehr menschenscheu ist, bin ich auch nicht unterm Zugzwang, dass ich irgendwie mit ihm ausgehen muss. Ach so. Und er lebt dann wahrscheinlich relativ zurückgezogen, fährt auch nicht in Urlaub, wie du gerade gesagt hast, oder? Genau. Möchtest du mal Kinder haben? Das ist das nächste Problem. Ja. Eigentlich schon, aber ich habe einen Horror vor dieser Schwangerschaftsübelkeit und ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn mein Kind sich übergeben müsste. So dachte ich es mir gerade schon. Also Melanie, erstmal finde ich das wirklich spektakulär und grandios, dass du das gestern entdeckt hast im Netz, dass andere Menschen das auch haben. Du hattest noch gar nicht so lange Zeit, um rauszukriegen, vermutlich, wie die anderen damit umgehen. Oder hast du schon irgendwas rausbekommen? Also das Forum ist auch sehr gut. Also man kommt schnell in Kontakt mit den Leuten und man stellt wirklich fest, dass wirklich exakt die gleiche Problematik besteht bei vielen anderen. Also okay, das ist immer Schritt 1, die Identifikation, ich habe genau sowas. Schritt 2 muss ja sein, wie lebe ich damit? Und Schritt 3 ist, wie kriege ich es wieder, wie therapiere ich es? Ja, da bin ich noch nicht so fortgeschritten, muss ich sagen. Da hoffe ich, dass ich noch was rausfinde. Ich finde, was du mir geschildert hast, finde ich schon sehr dramatisch. Das ist schon eine gravierende seelische Erkrankung. Oder ein seelischer Defekt oder es ist wurscht, wie wir es nennen wollen, eine Phobie. Und wenn das so weitreichend ist, dass du, obwohl du einen Kinderwunsch hast, deshalb den Kinderwunsch abbremst, weil du Sorge hast, selbst dann zu erbrechen oder vielleicht damit nicht umgehen zu können, wenn dein Kind erbricht, finde ich, dass du wirklich einmal dich weiter schlau machen solltest in dem Forum. Das ist immer gut, mit anderen Betroffenen zu sprechen. Aber darüber hinaus, und wir werden dir versuchen, auch noch ein bisschen behilflich zu sein, dir einen guten Psychologen zu suchen. Ja. Der mit dieser Art von Erkrankungen, von Phobie vertraut ist. Ja, da bin ich auch schon bei. Ja, unbedingt. Und das musst du bald angehen. Das wird sicherlich gravierend deine Lebensqualität verbessern, sodass du auch irgendwann mal ganz entspannt ans Mittelmeer fahren kannst, wo man gerne mal einen Durchfall hat oder so. Eben. Mit einer Psychologin bin ich auch schon in Kontakt. Wir haben bisher eigentlich nur telefoniert, aber die erste Sitzung steht jetzt bald an. Ach, das ist ja super. Das ist super. Die allererste geplante Sitzung musste ich dann auch absagen, weil mir wieder übel war und ich krankgeschrieben war. Wie ist es denn jetzt im Moment? Jetzt haben wir doch ziemlich intensiv gesprochen. Geht's noch? Ja, also es wird langsam besser. Ich denke mal, die Nervosität, weil ich eigentlich auch nicht damit so gerechnet hatte, hat es erst verschlimmert, aber momentan geht es. Das ist ja super. Das ist eine gute Voraussetzung, um noch ein paar Worte mit meiner Psychologin zu sprechen, die dir vielleicht auch noch ein paar Ratschläge geben kann. Und dann bist du, glaube ich, erstmal in guten Händen, vor allen Dingen, wenn du jetzt dein Forum hast und auch schon eine Sitzung mit einem Psychologen. Genau. Aber klar ist, jetzt muss was passieren, ne? Das geht jetzt nicht die nächsten 20 Jahre so weiter. Ja. Ja. Ja, das Schlimme ist halt immer, dass einen keiner versteht. Und dass man sich teilweise sogar noch darüber lustig macht. Ja, manche nehmen es auf die leichte Schulter und sagen, ja, stell dich nicht so an und Fans und so weiter. Genau. Liebe Melanie, schön, dass du angerufen hast und schön, dass du stabil geblieben bist dabei. Ja. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Ja, vielen Dank. Alles Liebe. Danke, dir. Tschüss. Auch, tschüss. Weiter geht's mit Malte. Malte ist 19. Guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Hallo Malte. Ich kann nicht klagen. Guten Morgen. Morgen. Und weswegen rufst du an?
Ja, mein Thema ist das von gestern und zwar, ich hasse diesen Ort. Ja. Nämlich wurde ich vor 2 Jahren, da war ich in der 11. Klasse, von meinen Eltern für 4 Wochen, also ich komme aus Hannover, wurde ich nach Berchtesgaden in so eine Abnehmklinik geschickt, weil ich 115 Kilo wog. Ja. Und also das ist jetzt für einen 17-Jährigen ein bisschen zu viel. Ein bisschen zu viel, bei welcher Größe damals? 1,78. Oh ja, ist zu viel. Also so 30 Kilo runter wären schon nicht schlecht. Also ich fand mich jetzt nicht als übermäßig dick, ja, sondern eher nur so im Mittelmaß. Wie kam es, dass du so dick warst? Viel Pizza, viel Fritten, viel Hamburger? Naja, so im Prinzip. In der schon, Richtung, ja. Also keine Krankheit oder so, sondern ordentlich gefuttert. Ja, ordentlich gefuttert im Prinzip. Ja, ich hasse diesen Ort, weil ich dort, als ich da ankam, also meine Eltern haben mich da hingefahren. Also die haben gesagt, du musst da hin jetzt. Genau. Das ist eine Abnehmanstalt. Ja, ungefähr so. Also ja. Ich dachte eigentlich eher, es wäre so eine Kur, nur leider war das ganze Problem, dass ich ja noch nicht 18 war, es aber trotzdem Zeit war, mal abzunehmen. Und ich deshalb in so eine Kindergruppe da geschickt wurde, wo im Prinzip nur 8- bis 12- oder 13-Jährige um mich rum waren. Oh ja, das ist da. Richtig. Und die waren auch alle viel dicker als ich, also im Vergleich. Und dann wurde ich dann am Anfang in so ein Zimmer mit 2 anderen geschickt, die also so 14, 15 waren. Ja. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also ich bin auch etwas menschenscheu und habe mich dann beschwert, dass ich doch bitte in ein Einzelzimmer gesteckt werden möchte und so weiter. Und also ich wurde dann mit tausenden von Regeln konfrontiert. Mhm. Zum Beispiel sollte ich da die ganze Zeit Badelatschen anhaben, was ich zu Hause nicht tue und ähnliche Sachen. Oder morgens zu 20 Zähne putzen, also das liegt mir auch nicht unbedingt. Und solche Sachen halt. Was wurde denn dann mit dir und euch angestellt, dass der Speck runtergeht? Ja, das ging so. Man hat halt 3 Mahlzeiten gekriegt und zwischendurch mal irgendeine Frucht. Und sonst wurde man dann irgendwie in den Wald geschickt mit so einem Sportlehrer, der einen da rumgetriezt hat, von wegen, ja, rennt jetzt mal 500 Mal durch die Skischanze hier hoch und runter. Ja. Und also es hat auch gut geklappt. Am Ende war ich dann natürlich, hatte ich dann 102 Kilo drauf, also 13 Kilo abgenommen in 3-4 Wochen. Ja. Was auch gut war. Nur das Problem ist, dass ich da im Prinzip als ein weiteres fettes Kind behandelt wurde und nicht als ein fast Erwachsener, der da im Prinzip, also das ist ja im Prinzip auch ein psychologisches Problem und nicht ein körperliches, dass man so dick wird und da abnehmen muss. Also das hörte sich gerade auch so an. Einmal bist du quasi gezwungen worden, von deinen Eltern dahin zu gehen. Richtig. Schon eine schlechte Voraussetzung, ne? Wenn man unter Zwang. So, und dann kommst du auch noch in eine Anstalt, sage ich jetzt mal so Anstalt, wo du nicht altersgemäß betreut wirst, sondern mit Kiddies zusammen warst. Das ist natürlich keine gute kein psychologisches gutes Umfeld für jemanden. So, dann von 100 17 auf 102, sagst du? 115 auf 102. 102. Ja. Dann wieder zurück nach Hannover. Genau. Jetzt bist du 19. Wie viel wiegst du heute? Heute wiege ich 112. Ja. Aber ich habe zwischendurch auch schon mal wieder 116 gewogen. Also jetzt vor 2 Wochen oder so habe ich den Entschluss gefasst, jetzt auf eigene Faust abzunehmen, bis ich, keine Ahnung, nur 80, 90 wiege. Ja. Weil es halt auch mit den Frauen nicht so gut klappt und so weiter und so fort. Ja. Und allgemein ist es auch ein gesundheitlicher Aspekt natürlich. Natürlich. Das heißt, das Futtern hast du beibehalten, oder? Das kam dann wieder automatisch. Kam dann wieder, weil im Prinzip der Effekt, der psychologische Effekt, dass man jetzt, dass es besser wäre, wirklich nicht mehr so viel zu essen, der war ja gar nicht da. Es war im Prinzip so ein Bootcamp, wo man dann auf dem Krieg sozusagen wiederkommt und dünn und abgemagert und mehr war das eigentlich nicht. Also aber ich da jetzt. Da gab es keine klugen Seminare oder irgendwie so psychologische Sachen auch, die euch unterstützt haben, sondern einfach nur Waldrennen und kurz und kleine Mahlzeiten und das war's. Ja, es gab so ein Pseudo-Lehrerin, die einem da irgendwie so eine Nahrungspyramide erklärt hat, aber da überall solche hyperaktiven, teilweise auch Kinder um mich rum waren, die dann da mit Stiften um die Gegend durch die Gegend geworfen haben. Also hat das überhaupt nichts gebracht. Also ist dieser Ort, der dir eigentlich Gutes sollte, ist für dich ein Hassort geworden. Und wenn du heute Berchtesgaden hörst, was eigentlich ein sehr schöner Ort ist und eine tolle Umgebung, dann graut's dir. Richtig. Und zwar auch deswegen, weil die einzigen Leute, die den bayerischen Akzent haben, die ich kenne, haben mich als jemanden behandelt, der dick ist. Als Mensch wurde ich da nicht behandelt, sondern nur als ein weiteres dickes Kind. Ja. Also beim einen Mal war auch so eine Situation beim Essen, wo dann alle schön da an der Tafel saßen. Ja.
dass ein Kind mal wieder aufgemuckt hat und dann hat der Erzieher brauchte man da schon, also ich bin da eigentlich zum Abnehmen hingegangen und nicht um erzogen zu werden. Also da habe ich mich geweigert zu essen und bin aufgestanden und gesagt, ja, jetzt würde ich gerne zu der Ärztin gehen. Also da war sogar eine Ärztin, die einen betreut hat, immerhin. Da bin ich da hingegangen, habe der das erzählt und das war im Prinzip, waren das die einzigen 10 Minuten psychologischer Betreuung da. Also ich merke schon, du bist richtig noch auf 150, wenn du anfängst und kommst in Rage, wenn du daran denkst und wenn du davon erzählst. Richtig. Wie viel isst du am Tag, dass du so dick bist? Also jetzt sag mal. Vor 2 Wochen. Ich habe vor 3 Wochen angefangen, Kalorien zu zählen und habe ich gemerkt, dass es dann schon 2800 sind. Also die Hauptsorge sind die Cornflakes, die ich so gerne mag. Ja. Und ja, dann habe ich es einfach geschafft, den Drang zu essen, darin umzumünzen, dass ich mich anstrenge, trotzdem Hunger zu haben, so ungefähr. Und jetzt habe ich eigentlich gar nicht mehr so einen Hunger. Ja, aber du hast bis vor kurzem wahrscheinlich viel Süßes gegessen, viel Zucker, viel fettige Sachen, ja. Viele Zwischenmahlzeiten. Richtig. Abends vorm Fernseher nochmal volle Kanne Chips. Genau. Ja, das Problem ist auch, dass meine Familie eigentlich bis vor 2 Wochen oder 3 Wochen gab es dann auch wirklich vielleicht nur eine Mahlzeit oder es wurde vielleicht 4-mal die Woche zusammen gegessen, was natürlich auch nicht sehr hilfreich ist, wenn man abnehmen will. Klar, wie ist es mit den Getränken? Ich sehe immer, was mich mal so richtig entsetzt, wenn ich so auf der Straße irgendwo unterwegs bin und sehr, sehr dicke Menschen, die haben dann auch noch so einen riesen Cola-Pott in der Hand. Richtig. Trinkst du auch so viel süße Sachen? Also ja, ich habe ziemlich viel Cola getrunken, aber jetzt natürlich erstmal Wasser eher, ne? Also, Cola so. Ist schon enorm. Also, abgesehen von aller Ästhetik, das ist Geschmack, da kann man streiten. Man kann dick schön finden und man kann dick nicht schön finden. Da will ich gar nicht drüber sprechen. Ja. Aber abgesehen, da darf man abgesehen. Aber was ein absolutes Argument ist, ist die Gesundheit. Ne? Die Gesundheit. Richtig. Und für dich, das hast du gerade selbst noch gemacht, du sagst, das klappt mit den Frauen nicht so gut, genau. Wenn man etwas fülliger ist, als wenn man ein strammer, eher dünnerer Mann genau. ist. Ja, das ist eigentlich auch mein Hauptantrieb, jetzt abzunehmen im Prinzip. Ja. Also. Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage der Disziplin, ne? Der Disziplin und ich meine, ganze Brigaden von dicken Leuten haben 1000 Mal es versucht und 1000 Mal hat es nicht geklappt, aber dennoch muss man es versuchen, ne? Und es gibt dann auch immer wieder Beispiele, wo man sagt, oh Respekt, der hat es geschafft, die hat es geschafft. Was auch ganz wichtig ist Sport, also Sport kann auch ein Ersatz sein, also wenn man isst, dann ist es meistens aus Langeweile. Und ja, stimmt, das reicht. Ja, und dann, wenn man stattdessen irgendwie joggt oder so, also wenn man zu dick ist, sollte man nicht joggen. Ich glaube, ich mache es auch falsch, aber irgendwie liegt mir die Sportart. Ich jogge viel jetzt und das hilft mir enorm dabei abzunehmen. Also ich wünsche dir viel Glück und wenn du, sagen wir mal, auf 85 bist, telefonieren wir nochmal. Oh ja. Malte, okay, alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Und weiter geht's mit Sigi. Sigi ist 34. Hallo Sigi. Hallo. Ach, eine Frau. Ich dachte, es wäre ein Mann. Nee, das kommt von Sigrid. Von Sigrid. Ja, genau. Sigi, schön, dass du da bist. Und was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Geist ist zu wild für meinen Körper. Dein Geist ist zu wild für deinen Körper? Ja, also ich habe eine schwere Körperbehinderung und mache aber immer Sachen, die eigentlich nicht gut sind. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel habe ich mich vor einem Jahr, weil mein Rollstuhl kaputt war, auf einen Einkaufswagen setzen lassen und mich damit draußen rumfahren lassen. Damit sind wir umgekippt und ich hatte dann schwere Verletzungen und liege seither im Bett seit einem Jahr. Und jetzt ist auch nicht klar, ob ich nochmal aus dem Bett wieder rauskomme. Oh, war ja. Und das wegen diesem Spaß eigentlich? Ja. Du sagst gerade, du hast eine Behinderung, eine schwere Behinderung. Was hast du für ein? Ich habe eine Muskelatrophie, dabei werden halt die Muskeln des Körpers immer schwächer, bis man sich irgendwann gar nicht mehr bewegen kann. Und aber darunter leide ich jetzt gar nicht so, obwohl es jetzt mittlerweile schon so ist, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr bewegen kann. Ja. Aber ich leide halt darunter, dass mein Geist so wild ist. Verstehe. Dass ich halt immer Sachen mache, die oder auch Sachen machen will, die ich nicht machen kann. Du fühlst dich in deinem Körper eingesperrt. So ein bisschen, ja. Wie ist das jetzt gerade? Ich stelle mir vor, du liegst im Bett.
Ich liege im Bett. Und wie war das jetzt mit dem Telefonieren? Ich habe rund um die Uhr Helferinnen da. Ach so, du bist nicht alleine. Ich habe früher in einem Heim gewohnt und habe dann 3 Jahre geklagt, dass ich alleine in der Wohnung wohnen darf. Mhm. Und habe jetzt rund um die Uhr halt Studentinnen, die ich mir auch selber aussuchen kann, wer mich da ja pflegt halt. Kannst du denn deine Hände und Arme noch bewegen? Nee. Auch nicht mehr? Also ich kann den Hörer halten, wenn mir jemand den Hörer in die Hand gibt, aber ja mehr auch nicht, ne? Ja. Das heißt, du bist eigentlich ein Vollpflegefall, ne? Ja, volles Rohr. Es muss sich rund um die Uhr jemand um dich kümmern. Mit 34 Jahren. Die Krankheit hast du seit deiner Geburt? Seit meiner Geburt, ja. Und wurde dann immer schlimmer? Genau, und vor einem Jahr ungefähr war das so, dass ich nicht mehr alleine Zähne putzen konnte. Und dann habe ich das immer abends auf die Zeit geschoben, wo du immer deine Sendung hast. Und dann hat mir das irgendwie geholfen. Ach so, vor allem ging das dann noch mit dem Zähneputzen. Ja, dann, ja, da hat das sowas schon angefangen, dass ich das nicht mehr alleine konnte. Aber dann habe ich immer gedacht, ach, das machst du nachher, wenn du hier ankommst. Ja. Gute Zeit zum Zähneputzen. Genau. Jetzt hat dieser Unfall, von dem du gerade erzählt hast, mit dem Einkaufswagen, der hat dich nochmal so richtig aus der Kurve geworfen, ne? Ja, jetzt kann ich halt nicht mehr in den Rollstuhl und jetzt ist nicht klar. Eigentlich haben die Ärzte gesagt hier in der Uni, dass ich mich damit abfinden soll. Mhm. Ich habe jetzt aber nochmal nächste Woche einen Termin, da machen die nochmal eine Konferenz, was man jetzt machen kann. Aber im Grunde entweder Amputation, damit setze ich aber alles auf eine Karte, auch mein Leben, weil die Narkose halt sehr schwierig wird, oder ich habe halt die Wahl, auch immer im Bett zu bleiben. So. Ja. Was, Amputation, was würde da amputiert? Die Beine. Beide Beine. Und das würde, wenn du die Operation überstehen würdest, wäre das eine Erleichterung für dich? Ja, aber es gibt ja auch noch Phantomschmerzen, das Risiko. Mhm. Das muss ich halt alles selber... Dennoch, die Krankheit ist ja jetzt auch schon, betrifft deinen Oberkörper, so wie ich es gerade verstanden habe. Mhm. Was wäre hilfreich daran, wenn die Beine nicht mehr da sind? Ja, ich habe halt jetzt immer Schmerzen. Ach so. Ich kann halt vor Schmerzen nicht mehr in den Rollstuhl und habe auch immer noch Gips seit einem Jahr. Ach also so. Alles aufgrund dieses Falls, dieses Sturzes. Ach so, das heißt, die Amputation würde quasi eine Folge sein von dem Sturz. Von dem Unfall, ja. Ach, jetzt verstehe ich das. Das hat eigentlich mit deiner Grunderkrankung gar nichts zu tun. Nein, aber man sollte sich eben nicht auf einen Einkaufswagen setzen, wenn man eh schon behindert ist. Das ist halt doof. Du sagst das so mit so einem Lachen in der Stimme. Du bereust es gar nicht so besonders. Ja, ich habe immer so wenig Selbstvorwürfe. Also ich bin eigentlich relativ selbstbewusst. Mhm. Deswegen habe ich jetzt nicht so, werfe ich mir das nicht selber vor. Mhm. Aber Du hast gerade so einen tollen Satz gesagt. Mein Geist ist zu wild für den Körper. Mein Körper kommt da nicht mit. Was ist denn, ich meine, das ist ja schon eigentlich für uns gesunde Menschen eine sehr dramatische Situation, wie du sie schilderst. Du liegst im Bett, du kannst dich nicht bewegen, nicht mal die Arme und die Hände und die Beine sind eingegipst. Ja. Du bist rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Mhm. Was sind denn da noch so für Sachen in deinem Kopf, die verrückt sind? Ja, ich habe jetzt vor einem Jahr gemerkt, dass ich so sexuell auch auf SM stehe. Och. Und das ist halt das Blöde. Ich habe dann auch trotz der Gipsbeine im Internet damit angefangen, einfach zu versuchen, das auszuleben. Und das mache ich halt jetzt immer noch. Aber wie kannst du das ausleben im Internet? Da musste jemand anders für dich surfen, oder wie geht das? Nee, ich kann tippen über die Bildschirmtastatur. Ach so. Mhm. Und da hatte ich auch einen Dom gefunden, also. Einen dominanten Mann? Ja. Und der war auch hier und das war auch alles ganz gut und, Ach, der war sogar da. Ja, der war da. Das ist ja verrückt. Der war bei dir? Der will auch immer mal wiederkommen und es gibt auch noch 2 andere Männer, die auch noch warten, bis ich wieder gesund bin. Sag mal, die Erkrankung erlaubt dir Sexualität, deine Grunderkrankung? Ja, ich merke ja alles, aber ich kann mich halt nicht bewegen, ist klar. Was natürlich auch von Vorteil in der SM-Szene gibt. Ist klar, aber das sexuelle Empfinden ist da. Ja, ja. Also du bist auch fähig, zu einem Orgasmus zu kommen. Ja. Wie geht denn das? Du kannst dich ja gar nicht bewegen. Wie kommst du zu einem Orgasmus? Das muss dann der Dom machen. Das muss der dominante Mann machen. Ja, ja. Rundherum ist eine Pflegekraft bei dir zu Hause. Wo bleibt die Pflegekraft? Wenn die schicke ich dann aus der Wohnung. Die schickst du aus der Wohnung. Ja. Und jetzt habe ich aber damit aufgehört, weil ich dachte, jetzt
muss ich mal endlich aufhören mit den Risiken, weil letztendlich ist es natürlich schon gefährlich, auch einen fremden Mann aus dem Chat in die Wohnung zu lassen, gerade einen SMler und dann... Was, ohne jetzt in die wirklichen Details so zu gehen, nur so grob, was hat denn der mit dir gemacht? Außer dich zum Orgasmus gebracht, aber SM ist, das ist ein dominanter Mann, hat er dir auch irgendwie Schmerz zugefügt? Was hat auch, er, ja. Was hat er gemacht? Sag mal so ein paar Beispiele. Naja, ich meine, ich war ja noch Anfänger und bin es ja immer noch und er hat halt gesagt, man kann da nicht einfach so anfangen. Man muss da schon mal langsam rangehen. Er hat halt mich erstmal angefangen zu kneifen oder auch ein bisschen an den Haaren zu ziehen und so. Und darauf stehst du? Ja. Auch verrückt, jemand, der so eine schwere Erkrankung hat und auch sehr viel Schmerzen aushalten muss, steht dann noch im sexuellen Sinn auch noch auf Schmerzen. Ja, und das ist das Doofe, da denke ich, warum tue ich meinem Körper das jetzt auch noch an? Und das ist schon dumm, aber für mich ist es im Moment schwer zu ertragen, dass ich das nicht so leben kann, wie ich gerne will. Er will zwar immer kommen, aber ich denke, nee, das ist doch zu gefährlich. Ja. Weil, also die Hauptsorge ist, weil du diesen Mann eben nicht kennst und das sind fremde Menschen. Ja, du bist denen völlig ausgeliefert dann. Und genau, ja. Also die SMler leben ja schon die Sexualität auch aggressiv aus. Und ist ja auch gut, Sexualität hat immer Aggression, aber da muss ich schon ganz sicher sein, dass er da nicht doch auskickt. Ja. Hast du denn früher, als es dir noch etwas besser ging, auch Sexualität schon gelebt? Ja, normalen Blümchensex. Blümchensex? Ja, genau. Gab es auch mal eine Beziehung? Ja, ich hatte schon mehrere Männer und auch eine Frau, ja. Ach, eine Frau auch? Das heißt, da ist auch noch eine bisexuelle Ader auch noch da? Ja, aber ich bin eher eine Hete, aber wenn die richtige Frau kommt, dann kann das wohl auch passieren, ja. Also mir kommt es eher auf das Herz an eben, ne? Ja. Also wenn ich verliebt bin, ist es verstehe, da. Verstehe. Also, jetzt verstehe ich noch mehr, was du vorhin gesagt hast, mein Geist ist verrückt und wild. Jetzt erahne ich, was da alles in dir vorgeht. Ja. Und da sind natürlich klare Grenzen gesetzt. Da sind klare Grenzen gesetzt, was mich jetzt natürlich sehr auch depressiv macht, weil ich nicht mehr raus kann, weil ich es eben nicht leben kann. Ich wollte auch immer Medizin studieren, aber das kann ich natürlich auch nicht. Hast du eine Ausbildung gemacht? Ja, ich habe Psychologie angefangen. Zu studieren? Ja, das bin ich auch fast fertig, aber durch den Unfall geht es halt jetzt nicht weiter. Wahnsinn, dieser Unfall hat alles verändert. Hat alles kaputt gemacht, nur einen Einkaufswagen, ja. Was ich nie so richtig verstehe, ist, dass aufgrund dieses Sturzes die Knochen nicht wieder... wenn auch vielleicht langsam, nicht wieder so heilen, zumindest so, wie es vorher war. Wie kommt das? Ja, dadurch, dass ich mich sowieso wegen der Behinderung immer wenig bewegt habe, hatte ich schon dünnere Knochen als jetzt normale Menschen. Und dann brechen die schneller und die wachsen aber auch schlechter zusammen. Und das hat 10 Monate gedauert, bis sie zusammengewachsen waren. Ja. Und in der Zeit der Immobilisation ist halt die Osteoporose noch schlimmer geworden. Ja. Und jetzt ist der ganze Knochen verrutzt, verschoben und kann nicht mehr operiert werden. Gegen die Grunderkrankung kann man nichts tun? Gibt es keine? Nee, da kann man nichts tun. Das heißt, das ist dein Schicksal, dass du diese Erkrankung hast. Ja. Und die schreitet diese Erkrankung im Laufe des Alters? Wird das immer und immer und immer schlimmer? Oder kann man auch darauf hoffen, dass es irgendwo mal einen Stillstand gibt? Nee, das wird immer schlimmer. Wie hoch ist deine Lebenserwartung? Früher haben sie gesagt, ich würde nur 3 oder 4 Jahre alt werden. Aber jetzt haben sie gesagt, naja, es muss doch eine andere Form der Erkrankung sein. Ja. Und da lebt man so bis Mitte 40, Mitte 50. Ja. Allerdings dann mit Beatmung. Also irgendwann wird halt auch die Atemmuskulatur so beeinträchtigt sein, dass man nicht mehr selber atmen kann. Hast du Angst vor dem, was auf dich zukommt? Geht so. Also ich habe schon ein Beatmungsgerät für die Nacht. Ja. Und ich bin halt jemand, der immer schnell entscheidet und auch schnell macht. Ich denke mal, wenn es soweit ist und ich habe keinen Bock mehr, dann würde ich dann auch handeln. Ne? Aber im Moment steht erstmal so die Frage für mich, wie kann ich, sag ich mal, die letzten Jahre meines Lebens, bis die Grunderkrankung ganz schlimm ist, noch gut leben. Aber wenn ich dann im Bett liegen muss,
ist das natürlich auch nicht so der Knaller. Nee. Und ist das jetzt die große Frage, Amputation ja oder nein? Genau, ja. Oder immer im Bett liegen bleiben. Oder immer im Bett liegen, ja. Mhm. Und das ist so ein... Mensch, Sigi, du bist eine tapfere Frau, muss ich ja sagen. Ich weiß nicht. Doch, finde ich schon. Mensch, was du uns mal hier alles so locker vom Hocker erzählst, da wird mir aber ganz anders. aber hallo. Das ist sehr bunt alles. Respekt. Nee, ich finde diese Lebensgrundhaltung so toll. Muss ich dir sagen, möchte ich dir ein ganz dickes Kompliment machen. Ja, danke. Finde ich ganz, ganz respektabel. Aber ich wollte dir auch ein Kompliment machen, weil ich, wenn ich dich abends gucke, hilft mir das immer. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Dankeschön. Ja. Liebe Sigi, jetzt rennt uns die Zeit davon. Genau. Es hat mich sehr gefreut, dich zumindest so akustisch kennengelernt zu haben. Mhm. Und wünsche dir alles, alles Liebe, alles Gute und wenig Schmerzen und dass du irgendwie wieder ein bisschen mobil wirst. Ja, das hoffe ich auch, dass ich wieder SM machen kann. Ja, genau. Und dass du schönen SM-Sex dann auch irgendwann wieder genießen kannst. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Gut, bis dann. Tschüss, Sigi. Tschüss. Und hier ist Clarissa. Und Clarissa ist 26 Jahre. Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Clarissa. Dein Thema. Ja, mein Thema ist, ich warte auf meinen Freund mal wieder vergeblich. Ich sitze also zu Hause, wir waren verabredet. Ja. Und er meldet sich nicht. Und, ihr wart für heute Abend verabredet? Ja. Wie lange ist er schon dein Freund? Fast 3 Jahre. Fast 3 Jahre. Mhm. Das ist schon eine ganze Weile. Das ist schon eine ganze Weile, ja, wobei es also mehr schlecht als recht läuft. Wie viel Uhr wart ihr verabredet? Wir hatten keine genaue Uhrzeit gesagt. Mhm. Er ist heute Abend angeblich auf einer Hochzeit. Mhm. Und sagt aber, er wollte halt nicht so lange bleiben. Ja. Und, also dann würde man so vielleicht um 11, halb 12 mit jemandem rechnen. Ja, genau. Also aber bei ihm auf jeden Fall. Nun leben wir ja im Zeitalter des Handys. Richtig, er geht nicht dran. Er geht nicht dran. Und, ja. Und sowas kommt oft vor? Sowas kommt sehr oft vor, ja, leider. Also ich warte ganz oft bis zu 4 Stunden auf ihn. Ach. Und er ruft dann halt nicht an, um irgendwie zu sagen, dass er später kommt oder sonstiges. Oder ja, und dann sind die Ausreden immer so, ja, ich war da und da, hat halt länger gedauert, stell dich nicht so an. Und aber hör mal, wie respektlos ist das dir gegenüber? Ja, auf jeden Fall. Und das machst du mit, wenn das immer und immer wieder passiert? Ja, ich weiß auch nicht genau, wieso. Ja, ich glaube, dass du da viel zu freundlich reagierst, oder? Tja. Glaubst du ihm denn? Oder hast du die Vermutung, dass da sogar irgendwer was anderes läuft mit einer anderen Frau? Ja, die Vermutung hat sich eigentlich schon bestätigt gehabt. Ach, das auch noch? Also es war halt so, dass er... eines Abends halt wieder mal nicht gekommen ist und ich dann in seine Wohnung gefahren bin. Ich hatte vom Renovieren noch den Schlüssel und ich hatte mir eigentlich Sorgen gemacht und wollte wissen, wo er ist und habe dann in seinen Kalender geschaut und da stand aber nicht drin, dass er irgendwo hin wollte. Und Frauen, wie sie halt so sind, neugierig, blättern weiter drin rum und da habe ich dann halt Einträge gefunden, dass er, während ich also in Kur war, sich in eine andere verliebt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob da was gelaufen ist oder nicht. Hat er das eingestanden später? Er hat es später eingestanden, also nicht sofort halt. Er hat es dann eingestanden, sagt aber, es wäre halt beendet und es gäbe keinen Kontakt mehr. Und aber dass das halt auch nur passiert wäre, weil er sich bei uns unsicher war, ne? Aber was du mir jetzt hier erzählst, allein die Geschichte mit der Kur und dann, dass der dich seit so vieler Zeit, also seit war das von Anfang an mit dem Warten lassen so? Also er kam schon immer zu spät, ja. Ja. Und nun gut, sagen wir mal so seit 2 Jahren. Auf jeden Fall lässt er dich sehr oft sehr lange warten. Ja. Bis zu 4 Stunden, sagst du. Ja. Das finde ich unfassbar. Also das würde ich nicht mit mir machen lassen. Ja, aber also bei mir ist halt das Problem, ich hatte ja schon versucht, mich von ihm zu trennen. Es gab auch ein paar Wochen, da hatte ich es dann geschafft. Mhm. Aber das Problem für mich ist halt einfach, dass ich hier erst seit einem guten Jahr in Dortmund bin
und hier wenig Leute und Bekannte habe. Ja, aber trotzdem, ist das noch kein Grund, dass man dann an so jemandem kleben bleibt, der, ja, der so mit einem umgeht? Und wir haben ja jetzt gar nicht richtig vertiefen können, was da sonst noch in eurer Beziehung ist. Ja. Ich schlage mal vor, weil die Sendung jetzt vorbei ist, du hörst die Musik im Hintergrund, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ja, gerne. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes, langes Wochenende. Pfingsten steht vor der Tür. Wir sehen und hören uns dann wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche. Schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.